Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute wird das Thema potenzielle Energie behandelt. Die potenzielle Energie wird auch als Höhenenergie bezeichnet und kann mit EPOD abgekürzt werden. Sie beschreibt, wie viel Energie ein Körper besitzt, der auf einer anderen Höhe liegt als das definierte Nullniveau. Die Formel der Höhenenergie lautet EPOD gleich m mal g mal Delta H. Sie ist also von der Masse m und der Höhendifferenz Delta H abhängig. G beschreibt die Erdbeschleunigung, die 9,81 Meter pro Sekunde zum Quadrat beträgt. M und G lassen sich zu Fg zusammenfassen, also der Gravitationskraft. Die Einheit der Energie ist Kilogramm mal Meter zum Quadrat pro Sekunde zum Quadrat. Dies kann man in N mal M umformen. Somit ergibt sich die Einheit Joule. Die potenzielle Energie lässt sich in kinetische Energie umwandeln. Kinetische Energie wird auch Bewegungsenergie genannt und beschreibt, wie viel Energie in einem Körper steckt, der sich bewegt und so eine gewisse Geschwindigkeit hat. Die Bewegungsenergie kann mit der Formel E kin gleich 1/2 mal m mal v Quadrat beschrieben werden. Sie ist also von der Masse m des Körpers sowie von seiner Geschwindigkeit v abhängig. Die Einheit der kinetischen Energie ist Joule. Nach dem Energieerhaltungssatz lässt sich die potenzielle Energie fast vollkommen in kinetische Energie umwandeln. Jedoch nur fast, da ein Teil der potenziellen Energie zum Beispiel auch in Wärmeenergie übergeht. Hier ein Beispiel. Eine Person steht auf der Spitze eines Berges. Hier hat die Person die maximale potenzielle Energie, während auf dem Boden keine potenzielle Energie vorhanden ist. Nun fährt die Person den Berg mit Skiern herunter. Hierbei nimmt er auf dem Weg nach unten an potenzieller Energie ab, da er immer näher an das Nullniveau der Energie gelangt. Jedoch ist diese Höhenenergie in kinetische Energie übergegangen. Somit hat der Fahrer, wenn er unten angekommen ist, keine potenzielle Energie mehr, da diese in Bewegungsenergie umgewandelt wurde. Die Bewegungsenergie ist nun maximal. Hier ein weiteres Beispiel. Eine Mummel fällt aus 1 Meter und 2 Meter Höhe auf ein Stück Knete. Hierbei kann man genau beobachten, dass die Kugel bei einer Höhe von 2 Metern sehr viel tiefer in die Knete eindringt als bei nur 1 Meter. Somit lässt sich daraus schließen, dass die Murmel mehr Energie besitzt, wenn diese einen größeren Abstand von dem Nullniveau, also der Knete, hat.